Bremsenprüfstand. Bremsenprüfung. Wir heißen Bremsenprüfstand, weil wir, ihr könnt uns gerne mal, wir laden euch ja ein, gerne. Wir haben Ateliers, die sind in einem ehemaligen alten LKW-Bremsenprüfstand. Ah, ja. Atelier Bremsenprüfstand. Bremsenprüfstand. Ateliergemeinschaft Bremsenprüfstand. Wir haben den Namen so gelassen, weil man in Münster diese Stelle noch als Bremsenprüfstand kennt. Ihr seid ja eigentlich fast alle Ehemalige von der Kunstakademie, ne? Es sind, ich glaube, 5 von uns sind Ehemalige. Wo sind wir jetzt hier gerade? Moment. Das ist jetzt hier die Stadthausgalerie? Ja, ja, Stadthausgalerie. Und du bist hier eingeladen worden? Mhm. Ich möchte Ihnen als erstes unseren heutigen Gast vorstellen, Raul M. aus Mexiko. Ja, das ist ja sozusagen jetzt so eine Art Kurzschluss, also dass ihr hier jetzt jemanden eingeladen habt, der also eigentlich bei der Kunstakademie gerade anfängt, ja. In 2012 habe ich eine Mappe ausgegeben zu der Akademie. Sie haben mich angenommen, habe meine Zulassung bekommen. Aber damals fehlt mir das Sprachzeug nichts. Mhm. Also mein deutsches Niveau war nicht so gut damals. Dann bin ich gecheckt. Mit meinen Dokumenten in Ordnung. Und meine Steuerrechnung. Und dann habe ich einen Sprachtest gemacht, obwohl die Test war ein bisschen schwierig. Ich dachte, es war okay, so für mich. Aber leider nicht, habe nicht geschafft. So habe nicht die Note, dass die Akademie braucht. So besonders, dass ich mich nicht mehr erinnere. Ich weiß nur, ich muss nach Hause. Und dann habe ich anderes neue Test gemacht. Das war viel besser. Das war jetzt kürzlich. Genau, das war Februar. Aber leider ist es noch nicht genug für die Akademie. Für die Akademie also schon Stand. Besser als der erste. Aber genau, wieder aber noch nicht genug, ja. Und das heißt, du kannst jetzt wieder eigentlich nicht anfangen mit dem Studium? Ich kann nicht, ja. Ich anschaue die Stadt, leer und frisch. Etwas ist aber nicht in Ordnung. Es gibt zu viele Lichter. Die Nacht ist verseucht geworden. Und was sind alle diese bunten Lichter? Es gibt fast 20 Zeichen in weniger als 100 Meter. Sind die nötig? Haben wir keine Augen oder Ohren, um die anderen zu sehen und hören? In Münster habe ich gerade 3 Jahre. Also, genau. Aber ein Jahr war nur für Kommunikationswissenschaftsstudium. Das war alles auf Englisch. Und dann ja, kommt die Akademie. So. Aber wenn ich das richtig verstehe, kannst du jetzt auch hier nicht ewig in Deutschland bleiben, sondern das ist auch ein bisschen begrenzt, deine Aufenthaltsmöglichkeiten hier. Also es wäre für dich eigentlich schon ganz gut, wenn du irgendwann mal mit dem Kunststudium anfangen könntest. Ja, ne? klar, es wäre prima. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Ich glaube, so natürlich, ich bin nicht der schöne Künstler, aber ich glaube, dass habe etwas zu sagen. Was machen Sie für ein Projekt? Wie heißt das Projekt? Wie heißt es? Ja. Warum machen Sie das wissen? Ich möchte das wissen. Warum? Weil ich Beamter von der Stadt Münster bin. Und? Ja.
Sie können nicht einfach hier Autos fotografieren, einfach so. Aber ich mache keine Autofotografie. Was studieren Sie denn? Ist das Soziologie, Verkehrstechnik, was studieren Sie? Nee, wir brauchen nur ein kurzes Video von dieser Straße. Okay. Ist hier die Polizei schon mal vorbeigefahren? Nee. Warum ist das illegal? Wie lange stehen Sie? Ja, legal ist das nicht, wenn Sie Autokennzeichen Aber das kann man nicht sehen. Und eigentlich, was ich brauche, ja, ist die Straße leer. Also ohne Ach Autos so. Und ohne Leute. Deswegen warte ich hier, bis die Straße leer ist. Und dann kommt er mit dem Fahrrad da. Und das ist, was ich brauche. Also in aller Geschichte gibt es immer zwei Versionen. Und wie habe ich in einem Video gesagt, man sagt immer, entweder schwarz oder weiß, so die Sache. Und Menschen hat eine ganze Komplexität in ihrem Leben und kann nicht einfach schwarz oder weiß sein. Und wie immer, es gibt zwei Versionen. Die Leute sagen immer, dass Sachen nur entweder weiß oder schwarz sind. Die wollen immer alles so simpel definieren. Man wacht einen Tag auf und entdeckt, dass die wundervolle Komplexität des Menschseins wegen der Illusion der Wahrheit, der Sicherheit, reduziert ist. Hier bin ich, weit vom Blut, vom Wahnsinn. Ich bin sicher, dann sollte ich glücklich sein. Ich füttere das System und das System füttert mich. Ich bezahle und bin bezahlt. Ich halte mich auf und bin aufgehalten. Ja. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu der Performance hier, sozusagen im Mittelpunkt von Münster, Stadthausgalerie. Genau, meine Rache. Ja, toll. Vielen Dank. Kein Problem.